Lieve Widar, du hast am 1. Februar Sonne Quadrat Mars. Der Monat beginnt mit großen Spannungen und komplexen Entwicklungen. Der konstruktive Umgang mit alltäglichen Unstimmigkeiten ist daher gefragt. Positiv betrachtet wirst du in der Lage sein, zu deinen eigenen Werten und Interessen zu stehen. Themen wie Besitz, Finanzen und Bildung können bei vielen Widdern eine Herausforderung darstellen oder eine herausragende Stellung einnehmen. Wir haben auch am 1. des Monats Venus in Wassermann eingetroffen. Bis 25. des Monats kann es dir gelingen, deinen eigenen Ideen und Vorstellungen zu äußern und diese in die Wirklichkeit umzusetzen. Auch wenn es gegenwärtigen Umstände besonders herausfordernd sind, aber du wirst am Ende das umsetzen können, was du dir vorgenommen hast. Fernarbeit und Fortbildung sind mit diesem Transit begünstigt. Wir haben zwischen 2. und 11. Februar Venus Konjunktion Saturn und Jupiter im Wassermann, behördliche und finanzielle Angelegenheiten wird man regeln müssen, damit die eigene Sicherheit gewährleistet werden kann. Elternteile und Großeltern werden eine wichtige Entscheidung treffen, die die Erziehung, Finanzierung oder Bildung ihrer Kinder betrifft. Wir haben dann zwischen 10. und 11. des Monats einen Neumond in Wassermann. Eine große Geldinvestition wird notwendig sein, um ein Problem zu lösen oder einen großen Wunsch zu verwirklichen. Bis Anfang März könnte man neue Bekanntschaften machen und Kontakte knüpfen, die nützlich für das eigene Weiterkommen sind. Wir haben dann zwischen 12. und 17. Saturn Quadrat Uranus. Die meisten Widder sollten im Jahr 2021 keine großen Risiken eingehen und substanzielle Veränderungen durchführen, die viel Instabilität mit sich bringen können. Im Bereich des Berufes und des Geldes ist man dabei, neue Alternativen zu finden. Wir haben dann am 18. Sonne in Fische eingetreten. Bis 20. März solltest du die Dinge aus einer neuen Perspektive betrachten, damit du Möglichkeiten und Grenzen besser einschätzen kannst. Eine gewisse körperliche oder geistige Schwäche kann bei den meisten Widdern eintreten. Zwischen 19. und 20. Februar haben wir Venus Quadrat Mars. Du dürftest viel körperliche oder geistige Arbeit an diesen Tagen leisten. Es ist wichtig, sich dabei freiwillig für eine Sache einzusetzen, anstatt Dinge zu tun, um andere glücklich zu machen. Wir haben dann am 21. Februar Merkur direkt läufig im Wassermann. Bis Mitte März werden sich viele Prozesse vereinfachen und beschleunigen, insbesondere diejenigen, die mit dem Themen Vernetzung, Internet und Technik zu tun haben. Wir haben dann zwischen 22. und 25. des Monats Mars, Trigon, Pluto. Falls zutreffen werden Erfolgsergebnisse, die ja ein Gefühl der Erfüllung verleihen, dieser Aspekt wird dir viel Glück in den Bereichen der Geschäfte und Finanzen bringen. Wir haben dann am 25. des Monats Venus in Fische eingetreten. Und das heißt für dich, bis 21. März könntest du dich darum bemühen, eine Beziehung zu heilen oder eine hilfsbedürftige Person zu unterstützen. Kreative und gestalterische Arbeit sind mit dieser Venus-Stellung begünstigt. Und dann haben wir zwischen 26. und 27. des Monats einen Vollmond in Jungfrau. Wahrscheinlich hast du am Monatsende einiges zu klären und zu organisieren. Ein bestimmtes zwischenmenschliches Verhältnis muss gerecht gestaltet werden, damit man nicht von undankbaren Menschen ausgenutzt wird. Mein lieber Widder, mit diesen Wörtern bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose für Februar 2021. Falls du eine individuelle Beratung für die kommende Zeit brauchst, kannst du gerne eine Beratung bei mir buchen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, alles Gute und bis zum nächsten Video.